Sieht das wieder herrlich aus, Leute. Irgendwas. Schlange. Ach, dann ist wieder so ein Teil. Hier hinterlasse ich Brenin aus Kloinfjata, Diener unseres Herrn, meine letzte Inschrift vor diesem heiligen Quell des Lichts. Hier endet meine Reise. Über 2 Jahre folgte ich der inneren Stimme meines Herrn, bis ich zu diesem Ort gelangte, um sein Wort zu empfangen. Ich sah die Pforte mit den alten Inschriften. Ich hörte den Gesang seines Engels, der mich Geliebter nannte. Doch es öffnete sich kein Weg. Seine Stimme ruft mich noch, ist voller Segen, der mich quält. Doch der Weg, er bleibt verschlossen. Mein Weg in die Zukunft, er ist ungewiss. Müssen wir hier noch wieder diesen blöden Punkt erwischen? Alles zu sehen. Ich bin der Einzige, der gegen Shiva überlebt hat. Hilf mir, sei meine Augen. Das muss ich mit ihr machen. Oder mit dem Stein. Der hier. Geht so weit außerhalb. Den brauchen wir. Könnte nur noch der hinten sein. Ansonsten muss ich das wirklich mit ihr machen. Wenn ich nicht hoch genug komme. Ja. Flieg, Freundin. Weiß gar nicht, ob es mit ihr das überhaupt klappt. Das verkackte Stein ist da volle Kanne im Weg. Höchstmögliche Stein, ja. Wäre der eigentlich? Der Stein hier, der ist irgendwie bei jeglicher Art von Aktion irgendwie immer im Weg. Sein.
den richtigen Winkel erwischen wieder. Ist nie so einfach. Es sieht doch schon gut aus, nur da oben wieder nicht. Müsste so weit gucken und das Ding da oben. Vielleicht durch Zufall. Es ist doch schon fast komplett. Einen höheren gibt's hier nicht. Für den. Sollte es jetzt da nicht runterfallen, dann. Weil er fängt ja auch an mit dem Geräusch im Hintergrund. Das Ding jetzt verarschen? Es ist doch jetzt komplett. Das ist der richtige Punkt, wie er steht. Oh, eine seltsame Kraft. Alter. Du musst in diesen komischen Blickpunkt reinkommen, damit man das machen kann. Anna, willst du es wissen in der Arena, ne? Ist. Jetzt geht's zum anderen Lager. Das alles für einen Fertigkeitspunkt, ja. Vor allem, ich kann hier noch nicht mal meinen Gaul rufen. Schlimmer. Fiana hat schon ihre Messer gewetzt. Wie ist es wissen in der Arena? Müssen wir doppelt und dreifach aufpassen. Wieso musst du dich in Acht nehmen? Willst du hoch oder runter? Äxte geflogen. Irgendwie kommt ihr hier nicht an, Kinas. Ihr seid zu blöd. Oh, der hat getroffen. Hammer!
da geht's irgendwo rein. Oh, spring doch da nicht hin, du Idiot! Tokines, jetzt muss ich mal mit. Hilf dir mal auf. Klar, brauchst Training. Oh, oh, oh. Das hört sich so an, als ob dein Mann dich vorbereitet hat. Dass du deswegen an uns üben musst. Oh, ein paar X haben ja bald genug. Ganz gerade ist sie noch nicht. Ah, so. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Also ist noch ein kleines bisschen vor meinem Gesichtsabdruck drin. Warum ist hier alles so streng bewacht? Was hast du zu verbergen, Gorm? Wolfsstürmer? Tja, Digga. Oh, ui, 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 ui. Ich hab nicht gesagt, dass ich gehen will. Ah, du kannst mit mir mitkommen. Weißt du, auf dem Fuß. Alter, da. Auf den Fuß schießen ist nicht so einfach. Vor allem, wenn er da nicht den Bogen spannt. Ach, und jetzt war es nicht. What the fuck? So, dein Besitzer ist tot. Der hat noch einen Wolf. Geh aus dem Weg. Mann. Neue Beule in der Pfanne. Ich bin volle Kanne gegengelaufen beim Schlag. Wenigstens Kinder ist. Ich wollte nicht mehr bremsen. Ich muss. Das, meine Frau sah gerade in diesem Winkel so heiß aus. Da ging der Kopf dann nach da und dann kam die Pfanne schon so. Wieder Kohlebarren. Yay! Schon mal wieder alles. Gucken, ob wir nicht noch irgendwas plündern können. Nur noch dort. Naja, die Glaskugel tut in dieser Höhle gar nichts. Ich muss weiter nach Norden zur nächsten Stätte reisen. Zu viel Zeit auf das Buddeln dieser verdammten Löcher verschwendet. Sonst noch was? Außer dich? Nö. Da werden wir definitiv wieder was Schönes kaufen können. Aber. Haben wir so einen Scheiß. So, dann haben wir das hier abgegrast. Dann ist da hinten nämlich das nächste. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber das ist gerade egal. Weil ich will den Spawnpunkt da hinten haben. Den wir von hier aus schon sehen können.
auf zu krächzen. Krächz dich zurück. Shopping ist angesagt. Okay. Ich hab immer jemanden in meinen Gaul gerufen. Portet sich doch sonst mal hierher. Was, den habe ich volle Kanne erwischt? Und nichts passiert? Das war mal ordentlich zensiert, ne? Neue Pfanne kaufen, aber zurzeit ist das schlecht. Ich muss sie in die Hand nehmen. Ja, stimmt, stimmt. Sonst kann man nicht überprüfen, ob sie die nächste Wucht aushält. Ja, Kinas, komm. Ich komm schon. Ich sehe euch schon an, wie es euch danach lechzt, mal einem richtigen Kerl hier die Stirn bieten zu dürfen. Und nicht mal Zeit zum Aufstehen hat man hier. Nee, du bist nicht. Ich weiß nicht, aber irgendwie... Alter, kannst du mal aufhören, dich zu heilen? Ich glaube, es hackt ja wohl. Heil das, Arschloch. Nasen. Ja, von was? Und Niki taugt die. Und das ist der nicht. Und da ist er nicht da. Ja, nun, es ist halt Niki. Es könnte auch noch ein bisschen dauern, bis man eine neue Pfanne kaufen kann. Ja. Weiß jemand, wie es eigentlich derzeit steht? Also, oder ausgegangen ist? Ernsthaft? Ich sag dann mal im Optiker schon mal lebwohl. Peter Gefaller. Ach du Schande. Hat mich schon gewundert, dass er noch nicht da ist, aber okay. Weiß ich Bescheid. Und wie lange muss er jetzt? Ist klar, dass wieder bis jemand da ist, aber von irgendwie so Zahl. Aus, als ob er gleich runterfällt. Synchro abgeschlossen. Schon wieder sowas. Bei Finnland will ich wenigstens alles abräumen, weil das ist ja keine große Map. Bis Bernd Ersatz hat oder 2 Wochen. Ah, okay. Ich kenne mich da ja nicht so aus.
hab's zwar bis jetzt immer nur so ein bisschen am Rande mitgekriegt, aber... Lieber auf Nummer sicher geht. Digga. Was ist das denn jetzt? Das Symbol habe ich auch noch nicht gesehen. Danke. Das Ding gerade. Komm, trau dich nur. Versuche selbst. Steinbeche, Steine, um die erforderliche Höhe zu erreichen. Stell dich hier hin und blicke über die Fjorde. Halte meine Hand. Genau so. So hoch oben war ich noch nie. So ist das. Dein Vater brachte mich vor langer Zeit hierher, als wir nur 19 Winter zählten. Zusammen bauten wir Steinmännchen. Die hier? Ja. Stell es dir als Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit in eine Gestalt, die du magst. Wie gewinne ich? Indem du spielst. Und ein ruhiger Geist ist deine Belohnung. Lass die Luft und die Schönheit der Natur dich besänftigen. Also einfach an meine Frau denken. Halte, um zu überprüfen. Cool. Das ist mal Steinmännchen, wa? Dann kommt das nicht mehr so oft vor. Erstmal, wenn er auch Corona hatte, schauen wir mal. Okay. Ich hoffe nicht, dass er das gebucht hat. Also ich hoffe mal, dass da alles sehr gut ist. Ich hoffe es. Guck mal, da ist auch ein Steinmännchen anders gebaut.